Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Der ganze Tisch läuft auf einen drauf. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, da ist der Hannes. Moin. Und der Hannes ist den letzten Tag jetzt da, beziehungsweise es ist jetzt um 10, um 12 fährt sein Zug. Um 11 wollen wir noch einen Community Raid zusammen machen, den ihr bestimmt dann gesehen habt. Und wir wollen noch eine kleine Challenge machen, die ich schon mal gemacht habe, die der Hannes noch nicht gemacht hat. Ich glaube, der kennt das nicht, oder? Nee. Kennst du Brottrunk? Nee. Weißt du nicht, was Brottrunk ist? Nein, sagt mir gar nichts. Da könnte man denken, das ist Brot zum Trinken oder das ist was, was man trinkt, wenn man Brot isst. Was denkt ihr, was wird sein? Schreibt es mir in die Kommentare. Es ist sacknass alles hier. Wir haben uns jetzt extra Müllbeutel untergelegt, dass wir uns überhaupt setzen können. Ja, hier, wir sitzen auf dem Müllbeutel. Der ganze Tisch läuft auf die Beine. Alles ist nass. Das ist der Brottrunk. Das ist der andere Brottrunk. Der Tisch, ich habe es ja schon gesagt, oder überhaupt. Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe das damals mal gemacht, den Brottrunk. Aber da war ich noch mit der alten Kamera unterwegs, auf der Toilette und so, war ganz gut, weil so wie du den trinkst, so kommt er auch direkt wieder raus, aus allen Löchern. Letztens habe ich ja hier diese Sauerkraut-Saft-Challenge von der Bo und dann hat auch einer in die Kommentare geschrieben und jetzt Brottrunk, obwohl ich in dem Video schon gesagt habe, dass ich den Brottrunk ja auch schon gemacht habe, aber ich kenne ja meine Zuschauer, die gucken die Videos nicht, die schreiben immer nur irgendwas unten rein, wie bei Max und Monday immer. Deswegen habe ich, glaube ich, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, muss ich aber noch machen, einen zweiten Versuch gehabt, also einen zweiten Durchgang, ich habe es ja geschafft beim ersten Mal und habe den Solo nochmal getrunken gegen mich selbst als Vergleich und das wird dann hier das dritte Video, nicht gegen mich selbst, sondern gegen Hannes oder zusammen mit dem Hannes, je nachdem. Mhm. Wir haben uns also jetzt hier dieses Getränk besorgt, Original Kanne Brottrunk Bio. Muss also mega gesund sein. Ungeöffnet, mindestens haltbar, bis siehe Deckel. Da steht irgendwas von 17.01.2025. 17. Januar 25, er ist also noch 3 Jahre haltbar, okay. Hat aber jetzt schon lebende Milchsäure, Bakterien, die euch angreifen. Guckt doch mal, was da drauf steht. Kanne Brottrunk. Für eine gute Gesundheit mit Vitamin B12 nicht pasteurisiert. Ein Gärprodukt mit lebenden Milchsäurebakterien, welche aus dem Fermentationsprozess von Bio-Vollkornbrot, hauseigenen Natursauerteig sowie Wasser entstehen. Das klingt nicht nur interessant, das ist auch richtig abartig, deswegen habe ich keine Ahnung, wer sowas eigentlich freiwillig trinkt, wenn nicht gerade für eine Challenge. Wir machen jetzt mal hier das Papier ab. Vielleicht hätte man es auch dran lassen können. Ich weiß nicht, ob man den schüttelt. Da ist unten weißes Zeug drin am Boden, abgesetzt. Wir schütteln es halt mal. Machen mal diesen. Das schmeckt so sauer und bitter und düster und schäbig gleichzeitig. Sowas habe ich noch nicht erlebt und der Hannes freut sich bestimmt auch gleich. Ja. Eigentlich geht es ja darum, so schnell wie möglich die Flasche leer zu trinken. Es muss nicht auf Ex sein, man kann auch absetzen und dann einfach mal gucken, wie lange man braucht. Diesen, das ist ja nicht mal ein Liter, das ist 0,75. Oh. Das ist weniger als der Sauerkrautsaft. Ich kann aber jetzt schon sagen, das ist schlimmer als der Sauerkrautsaft. Wir machen es jetzt auch mal auf. Okay. Das hat ja gar nicht gefloppt. Ich dachte, das floppt und macht richtig Boom, dass du weißt, aber irgendwie... Riechen tut es aber auf jeden Fall gut. Naja, riecht wie... Sauerteig. Das riecht vielleicht gut in so einer ganz kleinen Konstellation, aber wenn du das trinkst und das so aufmüpfig dann dir entgegenkommt die ganze Zeit, dann ist das ziemlich unangenehm. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Ich stelle das nochmal ein Stück zurück, jo, dass man uns besser sieht. Und dann mal gucken, Hannes, ob es dir schmeckt, ob du es ganz schaffst oder alles ob das und dann überhaupt. Das ist die Kanne Brottrunk Challenge. Prost. Prost.
Ich kriege einfach keine Luft. Ich kann nicht trinken. Habt ihr den gesehen, wie geisteskrank der Hannes ist? Ja, es haut rein. Schmeckt aber gar nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Also. Ich bin gerade sprachlos. Warum muss man jetzt so viel rülpsen? Ist doch gar keine Kohlensäure drin. Ja, das ist der Essig, glaube ich, oder was da noch drin ist. Hannes, verrat mir mal, wie man da so schnell trinken kann. Ja? Das haut man rein wie nichts. Ja, aber du musst doch auch atmen, oder nicht? Wie atmest denn du? Gar nicht mehr. Das geht einfach runter wie Butter. Nee, irgendwie, war nicht schlecht. Irgendwie halte ich immer Luft an, sozusagen. Also ich halte Luft an und trink und dann muss ich kurz warten, um erstmal Luft zu holen durch die Nase. Und die Nase ist immer chronisch zu. Nee, ich versuche halt einfach mal, einfach nur in schnellen Zügen und lange Züge einfach das einfach runter zu kippen. Ich glaube, dafür bin ich zu blöd. Das habe ich noch nie verstanden. Aber ist lecker. Ja, würdest du nochmal kaufen? Okay. Auf jeden Fall. Und dann eine Challenge mit zwei so Flaschen machen. Zwei, beide gleichzeitig. Genau. So. Genau. Also richtig brutal, Respekt an Hannes. Der hat das Ding ja einfach weggeatmet, genau. Das zieht man weg. Wir möchten aber auch mal jemanden nominieren. Wer das? Es ist ja nichts Gefährliches. Es ist ja trotzdem, es ist ja was Gesundes und es sind nur 0,75 Liter. Richtig. Deswegen möchte ich gerne den Natururin nominieren, mal den Brottrunk zu probieren. Und dass der mal schaut, ob der so eine Flasche trinkt. Ich sag, das muss auch nicht auf Ex sein. Nur mal gucken, wie lange man das trinkt. Der Bo, den würde ich gerne nominieren. Den Fladdy, den... So gehen die mir die Pakete um. Guck hin. Kesto. Los, werf noch eins raus. Zack, hier, da wird geliefert. Guck dir das an. Kesto wahrscheinlich, oder? Die sind nicht leer, das ist gerade Lieferung für mich. Und dann nehmen die das und schmeißen es vom Wagen auf die Straße und dann kommt es bei euch an und ihr wundert euch, wieso es kaputt ist. Ja, also der Bo, der Natururin, der Fladdy, der Kanal Phänomenal und unser Freund der Kesto, ne? Der krasseste von allen. Der mochte ja schon den Sauerkrautsaft nicht. Bin ich mal gespannt, ob ihm das schmeckt und wie er das findet. Das haben wir jetzt aus dem Rewe. Steht beim Rewe-Regal, da wo auch immer die Cornflakes und die Haferflocken und alles stehen, stand das mit unten im Regal. Wenn nicht, kann man sicherlich auch mal danach fragen, ob es den Kannebrottrunk gibt. Und dann wird euch der Rewe-Mitarbeiter sicherlich helfen. Ich muss mal was an meiner Technik feilen, ne? Wie ich sehe, weil ich kann nicht gleichzeitig trinken und atmen. Ich muss dann immer aufhören zu trinken, dann erstmal ganz mühselig atmen, da geht dir so viel Zeit verloren. Dann kannst du auch nicht einfach Stoß atmen, dann fliegt der ganze Rotz nämlich aus der Nase. Genau. Und so hänge ich da. Oder man muss vorher Hamburger machen, bevor man was trinkt. Das würde vielleicht noch funktionieren. So, ansonsten würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus. Kennt ihr das? Schreibt's rein. Wenn nicht, lernt's mal kennen. Ist auf jeden Fall was Besonderes, was man nicht alltäglich so vom Geschmack her irgendwie hat. Sonst ist mir jetzt schlecht. Und jetzt noch zum Raid. Und dann noch Dünnpfiff. Also Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes.